So, willkommen Freunde, wir zocken heute mal die Alpha-Demo von System Shock, die schauen wir uns mal an. Ich kenne von damals noch das Original. Von einer Alpha-Demo kann man natürlich nicht allzu viel erwarten. Aber ich hoffe, dass sie es nicht so versemmelt haben wie bei Crisis. Bei Crisis Remastered, naja. Brauchen wir nicht drüber reden, würde ich sagen. Naja, schauen wir uns das Ganze mal an. Naja, schauen wir uns das Ganze mal an. Ja, hier nochmal kurze Einstellung. Jawohl. Dann kann es losgehen. Also allzu viel Modernes werde ich nicht erwarten. Was ja wie ein Remaster ist. Und kein Remake. Aber vielleicht ist ja die Demo auch schon mal ganz nice. Aber Alpha, ne? Darf man nicht zu viel erwarten. Also Beta wäre mir schon lieber. Das Spiel soll ja irgendwie Ende 2020 erscheinen, aber ich vermute mal, es kommt wohl eher 2021. Ja, das sieht hier noch sehr altbacken aus. Ich denke mal, das sollte man auch überarbeiten. Weiß natürlich nicht, wie viel noch aus dem alten Spiel übernommen worden. Da steht so Alpha-Bild. Ich habe natürlich leider keinen A-B-Vergleich. Gucken mal, ob die Grafik passt, weil die war bei mir vorhin auf 1024 gestellt, schon wieder. Irgendwie, also das haut noch nicht so ganz hin. Fullscreen. Dann 1920, 1080. Akzeptieren. So, ich hoffe, er hat es jetzt genommen. Gehen wir nochmal rein. Ja, jetzt hat es funktioniert. Okay, schauen wir uns das Ganze mal an. Auf jeden Fall schon sehr bunt. Wie gesagt, AB-Vergleich wäre mal ganz gut. Man müsste sich das Alte nochmal angucken. Um mal genau zu gucken, wie sah es früher aus, wie sieht es heute aus. Ich denke mal, die Grafik ist jetzt hier für uns heutzutage nicht mehr herausragend. Aber ich denke mal, früher hat es nicht so ausgesehen. Das sieht schon ein bisschen moderner aus. Paar Sachen einsammeln. Ihr wisst ja, ich bin ja Lutensahn Urgroßvater, bei mir wird alles eingesammelt, was rumläuft. Was rumliegt. Listen carefully. My name is Rebecca Lansing and I'm a counter-terrorism consultant to Trioptimum. We're tracking a disruption on Citadel Station, something involving an onboard AI called Shodan. You are Triops only contact on station. Communications are out, and there is evidence of biological contamination. The mining laser is charging for a possible strike against Earth. There's a man named Nathan Darcy who may know something about taking the laser offline. His office is near the central hub on your level. The AI is on the bridge. Once the laser is out, look for the source of the problem there. And by the way, we know all about you and your friend Diego. Pull this off, and we'll clear your record. That implant you're wearing is military-grade hardware. Use it well. Lancing out. Aber ich dachte, die hört gar nicht mehr auf. Krass. Ja, was ich sagen wollte, also ich loote ja gerne und sammle auch so viel wie möglich ein. Deswegen scheitere ich auch mal an Rollenspielen, weil denn mein Rucksack so voll ist, dass die Figur meistens gar nicht mehr weiter kann. So, jetzt müssen wir mal gucken. Hier in den Regalen liegt da auch was rum, das kann man nicht einsammeln. In die Maschine können wir auch rein, aber wahrscheinlich stellt die unsere Gesundheit wieder her. Das ist der erste Roboter. Ist der friedlich oder? Ich glaube, der brauchte ein bisschen was auf die Mütze.
Wir haben gerade die R2-D2 platt gemacht. Sieht schon ein bisschen merkwürdig aus hier. Ich kann mich an das alte Spiel auch gar nicht mehr so richtig erinnern, muss ich sagen. Oben die Anzeige grün, das wird wahrscheinlich unsere Energieanzeige sein. Kameras. Springen geht auf jeden Fall. So, der hat nix. Alles klar. So, hier steht der Code 451. Wir gehen hier noch mal rein. Alter. Bruce Lee ist ja ein weißer Knabe dagegen. Ja, wir können ja auf jeden Fall einiges einsammeln. Natürlich gucken, dass wir da unten noch mal reingehen. Okay, take all. Schusswaffe habe ich nicht, ne? Ne. Power Station. Keine Ahnung, was die macht, aber wir haben was getan. Würde ich sagen, gehen wir hier mal rein. Ungewohnt ist übrigens, dass man mit links schlägt. Ist vielleicht normal, aber mit rechts die Tasten dann drückt. 451 war das. Oh, hallo, wer bist du denn? Na, ja, der ging ja. Was ist eigentlich das hier? Stellt das die Energie wieder her? Nee, nicht so wirklich. Das ist eine Karte. Combat Booster. Medipack, okay, das könnten wir mal nehmen. Sollte uns wieder heilen. Oh, aber nicht viel. Also. Welcome back to Citadel Station. We hope your somnolent healing stage went well. Today is the 6th day of November, year 2072. You are currently in the healing suites located on the first level. Level 2 contains the research laboratories, 3 houses the Department of Maintenance, and the storage cells are on level 4. The flight deck is on level 5, level 6 holds crew facilities and executive suites. Kann ich mich, glaube ich, noch dran erinnern. Is systems engineering. Ich weiß gar nicht, ob ich das damals überhaupt geschafft habe. The bridge is located on level 9 and energy systems on level R. All levels can be accessed by the elevator in Alpha Quadrant. We hope you have a pleasant stay on Citadel Station. Den können wir nicht drehen. Ich habe keine Ahnung. Hier können wir noch einen Hebel umschlagen. Hier auch. Ah, das
ist aber so eine Stange ein bisschen effektiver, würde ich sagen. So, der hat aber auch wieder nichts zum Einsammeln. Weiter. Ja, hier könnte noch was sein, aber ja, null Schuss, ey, das ist ja für den Arsch. Warum können wir hier nicht drauf springen? Da liegen Sachen zum Einsammeln, liegt das an der Alpha? Jetzt will ich aber mal gucken, die Getränkedose. Was macht die denn? Obwohl wir haben volle Energie, wir brauchen gar keine Energie. Alter Schwede, ey, der hat richtig was auf dem Kasten hier. Wie der mit dem Metall, mit der Metallstange umgeht. Oder? Wenn ich gerade um die Ecke steht hier. Oh, Secret, oder? Ja? Aber kann man nichts machen. Da ist nichts versteckt. Okay, den können wir nicht umschalten. Manches sieht so ähnlich aus, da weiß ich nicht, ob wir da schon waren oder nicht. Ja, kriegt ordentlich auf die Mütze. So, jetzt will ich Schuss wieder. Doch die Frage, wie effektiv ist diese Waffe? Was ich doch besser ist, man schießt besser. Man schlägt besser. Ja, 6 Schuss für eine Figur. Für eine Person finde ich schon heftig. Ja, der hat auch nichts. Mich wundert, dass das Spiel kurz vor Release stehen soll. Und das ist immer noch keine andere. Also keine andere Demo dafür gibt. Finde ich ein bisschen komisch. Was haben wir denn hier? Ah, er hat wenigstens mal ein bisschen was. Take all, dann nehmen wir alles. Können wir die drehen? Ne, es funktioniert nicht. Er zeigt die zwar an, aber reinschießen ist auch blöd. Ah, hier liegt auch noch was. Spritze, aber die nimmt er nicht. So, nochmal nachladen. Ja. Ah, schade. Funktioniert nicht.
Ich glaube, bei der Tür war es dasselbe, die war auch zu. Steht noch mal auf. Aber hier waren wir auch schon drin. Okay, dann gucken wir hier noch mal. Ja. Ah, ein Schuss. Headshot. Funktioniert also auch. Unsere Energie, okay, ist einigermaßen in Ordnung. So. Nehmen wir auch. Können wir auch einsammeln. Die Dose können wir einsammeln. Ich glaube sogar, dass die Energie sich oben alleine wieder auflädt, wenn ich mit der Zeit. Die liegen hier alle so rum, als hätte man Experimente mit denen gemacht. Ah ja, ihn hatten wir ja schon. Hier können wir nichts machen. So, dann überlegen wir mal. Ich vermute mal, der hier ist noch falsch. So. Ich kann aber nur die Grünen verdrehen. Ah, alles klar. Jetzt richtig gewesen sein, oder? Ja, der hat von da die Energie genommen und packt sie da rein. So. Was habe ich denn da gemacht? Also müsste das schon richtig sein. Anders umleiten. Ich weiß nur, dass mir das damals sehr groß vorkam. So, hier waren wir auch schon drin. Keine Ahnung, was das bewirkt. Die können wir auch looten, aber der hat auch nichts. Einzige, was seltsam ist,
Ah, jetzt haben wir es, alles klar. Hat ein bisschen gedauert. Vielleicht können wir jetzt den einen Hebel da oben legen. So, hier war ja auch nichts. Nachladen nicht vergessen. Wo der war. Mir den gar nicht mehr gemerkt. Das war ja ein einziger Hebel, der quasi in der Mitte stand, aufgenommen werden musste. Und da ist auch nichts. Gucken wir nochmal. Gehen wir mal in die Richtung hier. Nee. Man läuft ja irgendwie komischerweise immer in dieselben Räume rein. Hier war es auch nicht. Ah, alles klar. Das ist der Fahrstuhl, den wir freigeschaltet haben. Ich weiß auch immer nicht, wie angriffslustig die hier alle so sind. Die kommen schon um die Ecke, wenn sie irgendwas wollen. Ja, nix. Bevor wir hier reingehen, würde ich sagen, gehen wir nochmal da hinten nach unten. Dann geht's ja auch nochmal rum. Okay, das nehmen wir auch nochmal auf. Aber ich muss sagen, die Atmosphäre gefällt mir. Also, ist nicht schlecht. Und da kommen wir. Musik ist auch ganz cool. So was Atmosphärisches. Okay, der hat auch nichts. Ich meine Tür, die aufgeht. Oh, wir sind auf dem Saturn. Das sind die Saturnringe. Sehr schön. Die Musik aufgehört. Er hat auch noch mal ein bisschen was. Ich glaube sogar, in dem Spiel konnte man damals noch Waffen weiterentwickeln und so. Jetzt können wir schon wieder nicht nachladen. Die letzten Schüsse, die wir jetzt haben hier. Die haben ja mal nichts irgendwie. Ja, schon eine geile Atmosphäre, muss ich sagen. Nix.
2 Schuss haben wir noch. Wir müssen auf jeden Fall Munition finden. Energie ist eigentlich soweit in Ordnung. Na, hier springt er so ein bisschen hin und her. Machen. Hier kommen wir wieder nur zurück. Ah, alles klar. Jetzt wieder Munition gehabt. Ja, man weiß immer nicht so genau, ob hier irgendwas ist, was man drücken muss. Den Typen sehe ich hier eigentlich nichts. Ja, ist nur Munitionsverschwendung. Auch nicht. Hier gibt's auch nichts, ne? Von da sind wir ja gekommen. Die Frage. Hier links mal lang gehen. Ja, der hat nochmal ein Getränk gehabt. Ja, ich sehe aber nichts, was ich irgendwie aktivieren muss oder dergleichen. Hier nochmal zurück. Ach, das sind ja auch Karten, nicht? Sehe ich gerade. Unten links ist ja die Karte, da müsste ich ja sehen, wo ich lang muss. Ob ich da denn schon war oder nicht? Auch nichts gehabt. No, das waren die Sitze, wo ich vorhin lang gegangen bin. Manche Türen waren vorhin auch verschlossen. Da kann es schon sein, dass ich in dem einen oder anderen Raum noch nicht drin war. Ja, der hat aber auch nichts. Ja,
mal nach Map, wo ist denn unser Ziel sozusagen. Warte mal, Map, Software, Media, Status, Map. Die Medicals. Hier hinten waren wir noch nicht richtig. Da haben wir noch nicht alles durchsucht. So, und ich bin jetzt gerade hier. So, hier lang. Dann so ziemlich geradeaus. Hier hoch. Jetzt müsste eigentlich die Mahnung hier lang gehen. So, gucken wir mal. Hier müssen wir noch lang. Ich geradeaus, wenn ich das so richtig sehe. Und dann irgendwie oben den Bogen rechts rüber. So, quasi hier lang. Hier sind wir ja auch gewesen, aber hier habe ich irgendwie nichts gefunden, was ich aktivieren muss. Hier müsste theoretisch eine Tür aufgehen. Kann ich denn hier irgendwas drücken oder aktivieren oder so? Nee. Hier könnte ich ein Ventil anbringen, das geht aber auch nicht. Gehen wir mal zurück und biegen jetzt hier rechts mal ab. Oh, der hat nur ein Getränk für uns. Aber dann war es das auch schon wieder. Hier gibt es auch nichts. Okay, dann gehen wir hier nochmal weiter. Hier waren wir auch noch nicht. Also es sind quasi zwei Leitern angegangen, aufgegangen, die ich runterklettern kann. Aber komischerweise finde ich hier nichts. Viel machen kann. Muss ja auch nicht immer irgendwo was sein. Wir können jetzt hier mal hochgehen.
eigentlich hier? Okay, das war jetzt keine Leiter, das war eine Tür. Leiter hochsteigen. Alles wieder da, wo wir hergekommen sind. Das macht ja nichts. Wir können ja noch mal ganz nach vorne gehen zum Ausgangspunkt. Hier hat auch nichts. Also denn ein Raum, den ich vorhin gesehen habe, so ein Schalter in der Mitte war, den habe ich irgendwie nicht wiedergefunden. Auch nichts. Es ist aber auch so, dass nicht immer irgendwo, wo man runterklettern kann, irgendwas ist. Deaktiviert. Geht auch nicht auf. Hier waren wir noch gar nicht. Was? Ja, Bereiche, die haben wir noch gar nicht gesehen. Einer hat sogar auf uns geschossen. Ah, warte mal, hier liegt noch was. Will ich nachladen? Nee. Nichts. Jetzt bräuchte man wieder ein bisschen Munition. Ah, da geht eine Treppe ganz nach oben. Eine Leiter ganz nach weit nach oben. Ah, nicht close. Take all machen. Okay, da ist nichts weiter. Schauen wir mal. Gehen wir hier wieder runter. Aber ist doch super, dass es da Bereiche gibt, die wir gar nicht kennen. Okay, jetzt müssen wir mal ein bisschen Energie nehmen. Was ist eigentlich? Hm.
knallen uns hier irgendein Zeug rein. Schade, der hat auf uns geschossen, aber der hat keine Munition dabei. Komischerweise. Ach, das ist der Fahrstuhl, wo wir mit runtergefahren sind vorhin, ne? Hier waren wir auch noch nicht. Shit. Ist ja wieder einer. Oh, der hat uns ja schwer verwundet. Dann müssen wir mal ein bisschen was trinken hier. In dem Sinne nichts, aber nee, auch die Pistole wird nicht angezeigt. Ein bisschen schwach, muss ich sagen. So. Liegt was rum, was wir nicht einsammeln können. Hier waren wir auch noch nicht. Einiges aufzudecken. Was ich nicht ganz verstehe, die Getränke müssten noch vaporisieren. Was haben wir denn hier? Ach, da ist ja noch ein Medikit, sehe ich gerade. Ist das mit dem Kreuz drauf? Das hier? Das dauert aber. Hier können wir auf Close gehen. Los. Ja. Ich glaube, er muss jetzt Munition wieder haben, ne? Ne. Auch nichts. Ich muss doch einer von dem mal Munition haben. Okay, wir könnten da jetzt hochfahren, aber ich würde gern die Seite hier nochmal erkundigen. Er hat auch nichts. Okay, sehr gut. Relativ einfach, ich sag mal relativ. Ich weiß nicht, wie das ist. Da kann ich nichts umlegen. Ich weiß nicht, wie das ist, wenn ich dann wieder einen auf die Mütze kriege. Sieht schon wieder viel schlechter aus da oben mit der Energie. Ich würde sagen, die kann man leicht umhauen, ja, von wegen. Ah, Erste Hilfe. Sehr gut. Sechs Stück, ne? Macht er. Ja. Okay, da ist eine Leiter, da könnte man hoch.
Aber, oh, da geht nicht. Auch nichts. Hat auch nichts. Ach, hier war noch eine Tür. Scheiße. Ah, Mann, ey. Ärgerlich, ärgerlich. War gespannt, wie sie das in Alpha geregelt haben. Natürlich jetzt wieder von ganz vorne anfangen würde. Ja. Okay. Dann würde ich sagen, haben wir das Game erstmal genug gezockt. Bildet euch eure eigene Meinung. Ich muss sagen, für Remastered fand ich es gar nicht schlecht. Hier könnten ein paar mehr Energiereserven da sein, aber man hat es auch gerade erst ganz neu gezockt. Da vergibt man sich sonst mal ein bisschen mit der Energieeinteilung. Der Tod eben, den hätten wir wahrscheinlich auch vermeiden können. Ja, dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall bei dem nächsten Game, was wir mal antesten werden. Bis dahin.